Nur wenige Dinge sind wirklich wichtig im Leben. Atmen, Essen, Schlafen, Kugelfußball und Freundschaften. Mal im Ernst, jeder von uns hat einen besten Freund. Jemanden, der dich in- und auswendig kennt, der dich versteht und seit jeher so akzeptiert, wie du bist. Das ist meine beste Freundin, seit satten 22 Jahren. Aber selbst wir beide werden von dem neuen Dreamteam am Videospielhimmel in den Schatten gestellt. Chloe und Max aus Life is Strange sind mehr als nur Freunde. Sie sind der Grund, warum dieses fantastische Spiel überhaupt funktioniert und warum wir nach 5 Episoden plötzlich vor einer Entscheidung stehen, die niemand treffen will. Now you have me to protect you. I'm just glad you were here. Me too. I think. Was die zwei erleben, würde euch alle verrückt machen. Die eine hat mystische Zeitreisefähigkeiten und versucht so, die Welt in Ordnung zu bringen. Die andere kämpft gegen ihre Dämonen, den Stiefvater und sucht nach ihrer verschwundenen Freundin Rachel Amber. Während sie ausgiebig damit beschäftigt sind, diese Sachen unter einen Hut zu bringen, kündigt sich für Ende der Woche die Apokalypse an. Na geil, als gäbe es nicht schon genug zu tun. Doch die beiden halten zusammen, machen typische Teenie-Film-Sachen wie in die Schule einbrechen und Leute ausspionieren, um die Welt wieder in ihre Angeln zu heben. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy! The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time and boom! It's like it never happened! Okay, das klingt schon nach viel Stoff für eine derartige Geschichte, aber das ist nicht alles. Denn was ich persönlich Life is Strange hoch anrechne, sind die Tabus, die gebrochen werden. So entdeckt Max in Episode 3, dass sie die Zeit in einem viel größeren Maß manipulieren kann, als bisher gedacht. Und was macht sie? Reist zurück in die Kindheit in der Hoffnung, Chloes Dad zu retten und erlebt eine böse Überraschung. William lebt, doch stattdessen hatte Chloe den Unfall und ist nun querschnittsgelähmt. Die Situation war für mich als Max schon krass genug, aber dann bittet mich Chloe um einen Gefallen. Sie möchte von ihrem Leiden erlöst werden. Da sitze ich nun und muss mich mit einem Thema auseinandersetzen, über das erstens niemand je spricht und das mir zweitens nie in den Sinn kam. Harter Tobak. Vor 2 Stunden habe ich noch versucht, Kate Marsh heile vom Dach runterzukriegen. Kate, please. Oh Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Sterbehilfe, Mobbing, Selbstmord, das sind alles krasse Themen, die so noch nie in Videospielen behandelt wurden. Ebenso wie das Thema gleichgeschlechtliche Liebe. Wenn ihr möchtet, kann sich aus der engen Freundschaft zwischen Chloe und Max mehr entwickeln, was das Drama noch verkompliziert. Und deswegen ist Life is Strange mehr als nur die Geschichte zweier Mädchen, die versuchen, die Welt zu retten. Es ist ein Trip in das eigene Innerste und stellt dir die Frage, was würdest du tun? Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Das ist es auch, was die letzte Entscheidung am Ende dieser Reise so pikant macht. Rettest du Chloe, deine beste Freundin, die du immer und immer wieder durch die Zeitreisen beschützt hast? Oder rettest du Arcadia Bay mit all den anderen geliebten Menschen, die sonst den Tod finden? Die Antwort darauf war aufschlussreich. Erschreckenderweise habe ich keine Sekunde gezögert und Chloe gerettet. Der Egoist in mir hat den roten Buzzer gedrückt und sowas gesagt wie: Ich habe jetzt nicht Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um dich nun zu verlieren. Ich kann das nicht zulassen. Das Band war einfach zu stark. Und exakt das ist der Grund, warum den beiden niemand das Wasser reichen kann. Ich habe jede Logik über Bord geworfen, eine ganze Stadt geopfert, nur um diese zwei Mädchen nicht zu verlieren. Das schafft kein Geralt von Riva, kein Nathan Drake und kein Prince of Persia. Das können nur Chloe und Max. It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Herzlich willkommen zur Beta von The Division. Da dürfen wir natürlich nicht fehlen, wenn das Ding an den Start geht. Ich bin ganz gespannt, was jetzt passieren wird. Trant und ich spielen zusammen im Team. Ja. Das wird lustig, das oder? Das wird auf jeden Fall.